KI-News schnell und auf den Punkt. In diesem Video sehen wir uns an, was in den letzten Tagen in der Welt der künstlichen Intelligenz so passiert ist. Wir machen das schnell, ich zeige dir meine Lieblingsdinger und das war's. Mein persönlicher Favorit war wohl das Update von der Midjourney-Version auf 5.2. Da wir hier aber auf YouTube sind, will ich mit den YouTube-News starten. Auf TheVerge.com gibt es folgenden Artikel. Der sagt uns ganz einfach nur, dass eine künstliche Intelligenz das Übersetzen von YouTube-Videos übernehmen wird. Das Ganze soll noch 2024 erscheinen. Was bedeutet das alles? Das bedeutet einfach nur, dass man 2024 höchstwahrscheinlich seine YouTuber in jeden Sprachen sehen kann. Vielleicht kannst du mich danach ganz einfach auf Mandarin umschalten und ich spreche Mandarin mit dir. Natürlich würde auch theoretisch Englisch funktionieren. Illuminea AI zusammen mit Blocklate Labs haben hier auch ein cooles Update gebracht. Das Instaverse und das Neue ist eben, klickst du hier drauf, dann bekommst du einen Charakter. Du siehst, er erkennt ganz einfach, wie die Welt aussieht und diese Welten kannst du auch selbst neu erschaffen. Beispiel: Cyberpunk City und Generate. Und schon sind wir in der Welt, die ich erschaffen habe und du kannst auch hier umherrennen. Ich muss zugeben, das funktioniert noch nicht so gut, wie man sich das vielleicht denkt, aber das ist alles erst der Anfang. Lasst uns einen Blick auf Midjourney werfen. Ich habe hier schon ein, zwei Bilder erschaffen, ich fand die Bilder sind relativ gut, jedoch ist ein Feature neu, das ich besonders cool fand. Lasst uns erstmal ein, zwei Bilder machen. 16:9 sollte im Video gut kommen. Und noch einen Hund wieder in 16:9. Das Coole ist jetzt eigentlich, wenn du hier auf Upscale klickst, zum Beispiel vom ersten Bild, dann gibt es einmal sind die Variationen neu, das ist jetzt nichts Besonderes, aber das Zoom Out ist neu. Zoom Out mal 2 klickst du darauf, dann wird aus dem Bild rausgezoomt, genauso wie der Generative Fill von Photoshop zum Beispiel oder wie das Outpainting auf Stable Diffusion. Das hier ist also das Original. Und hier der Outzoom. Und du siehst, das hat super funktioniert, es wurde tatsächlich einfach nur größer gemacht. Außerdem gibt es den Custom Zoom. Hier kannst du sogar das Aspect Ratio verändern. Meinetwegen anstatt 21:9 lasst es uns mal 30:9 machen für eine riesen Kinoperspektive. Das hier ist also das Original und du siehst, auch der Kopf ist hier abgeschnitten, das ist nicht so besonders cool. Und dank dem Zoom-Out haben wir hier wirklich eine riesen Kinoperspektive. Und wenn du dich schon immer gefragt hast, warum Katzen und Hunde nicht surfen, wundere dich nicht, denn ich habe die surfen geschickt. Das ist unser surfender Hund, ich finde das Bild gar nicht schlecht. Und die surfende Katze sieht so aus. Alles in allem ist die Version 5.2 wirklich cool. Sie macht etwas schärfere Bilder und besonders die Zoom-Option ist richtig cool. Genauere Infos findest du auf den Announcements vom Midjourney Server. Auch Stability AI hat coole News rausgebracht, es gibt die neue Version von Stable Diffusion XL 0.9 nennt sich das Ganze. Für ein Upgrade auf die Version 1.0 war das Ganze wohl zu schwach. Und tatsächlich finde ich, hat sich auch nicht so viel getan, die Bilder wurden etwas schärfer, wie du hier zum Beispiel sehen kannst, Fotorealismus ist etwas besser. Und auf ClipDrop kannst du das Ganze sogar testen, aber wahrscheinlich erst wieder ab Montag, weil die Server überlastet sind. Hier siehst du ein paar Beispiele, was man alles machen kann. Fotorealismus ist wirklich nicht schlecht, wie ich finde, in einigen Bildern. Du wolltest schon immer einen QR-Code erschaffen, der so aussieht? Ab jetzt ist es noch viel einfacher möglich. Ich habe das früher immer auf Leonardo gemacht oder auf Stable Diffusion direkt. Mittlerweile gibt es einen Hugging Face Space, wo du das Ganze sehr schnell und einfach testen kannst. Gib ganz einfach hier den Link zum QR-Code, hier drunter den Prompt und hier wird das Bild erscheinen. Fire und Ice. Run. Okay, das ist nicht perfekt geworden, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Du solltest natürlich mit den Prompts etwas besser spielen. Meta, früher Facebook, hat ein neues Tool. Und zwar Voicebox. Hier kannst du einige Dinge machen, oder zumindest theoretisch, denn das ist nicht zugänglich für die Öffentlichkeit. Keine Ahnung warum, denn 11 Labs macht eigentlich dasselbe und da hat jeder Zugriff. Wenn du mehr darüber wissen willst, zieh dir einfach das Video an, hier wird eigentlich alles erklärt.
Auf Wavemore kannst du mittlerweile mehr als 10 Sekunden lang von deiner eigenen Musik generieren. Du gibst ganz einfach hier oben einen Prompt ein, was du sehen willst, klickst auf Make Music und es wird dein eigenes Musikstück generiert. Und so hört sich das Ganze an. Wie gesagt, das funktioniert jetzt 30 Sekunden lang, anstatt auf dem Hugging Face Space nur 10 Sekunden. Außerdem hat Dropbox was Cooles angekündigt. Du kannst jetzt in Dropbox bzw. zukünftig ganz einfach all deine Dinge durchsuchen. Sowas wie die Google-Suche in Dropbox in deinen eigenen Dateien. So oder so ähnlich haben sie es zumindest erklärt. Und außerdem kannst du deine eigenen 3D-Avatare machen. Ich muss gestehen, die Dinger gefallen mir nicht besonders gut, weshalb ich hier auch nichts ausprobiert habe. Also die sehen wirklich interessant aus und keine Ahnung, warum die Proportionen so schlecht sind. Das war es jetzt auch erstmal mit den coolen News. Interessiert dich das? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Abonniere gerne meinen Kanal für weitere Informationen und nochmal ein kleines Shoutout an Matt Wolf. Denn er hat mich eigentlich auf die Idee zu diesen Videos gebracht. Auch bei ihm gibt es AI-News. Informationen sind da, um verbreitet zu werden. Also, los geht's! Zu ChatGPT gab es hier nicht wirklich Neuigkeiten, außer einen kleinen Datenleak. Willst du wissen, wie du ChatGPT richtig verwendest, dann sieh dir das Video an, das ich dir drunter verlinke.